Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Liquimolli-Bundesligaspiel Frisch auf Göppingen gegen den HC Erlangen. Ja, wir begrüßen natürlich recht herzlich einen alten Bekannten hier in Göppingen, Michael Haas, und natürlich auch unseren Coach. Und herzlichen Glückwunsch zum 34-25 Heimsieg Hartmut Meierhofer. Michael, Spiel ist gerade zu Ende gegangen. Deine Analyse der 60 Minuten. Auf Göppingen. Das war ein rundum verdienter Sieg. Das ist eine sehr, sehr schwierige Phase für uns gerade. Die letzten Heimniederlagen haben uns doch mehr gekostet als nur 2 Punkte. Bis zum 8-8 konnten wir es heute eigentlich gut offen halten, um dann 2, 3 Fehlwürfe, Zeitstrafen mit 4, 5 Toren ins Hintertreffen zu geraten. Und davon haben wir uns nicht mehr erholt. Zweite Halbzeit haben wir im ersten Angriff Überzahl die Chance, zumindest wieder reinzukommen, haben wir nicht genutzt. Und ab -5, dann war es im Grunde vorbei für uns. Keine gute Vorstellung heute von uns. Müssen wir analysieren, woran das liegt, wie wir wieder aus diesem Loch rauskommen, was wir ja gerade haben. Ja, Göpping war heute für uns eine Nummer zu groß in dem Zustand, in dem wir sind. Glückwunsch nochmal. Vielen Dank, Michael. Dann machen wir weiter natürlich mit unserem Coach, der sicherlich sehr zufrieden war. Hartmut, nochmal Glückwunsch zum Heimsieg, zum deutlichen Heimsieg gegen die Mannschaft aus Erlangen. Vielen Dank. Danke, Micha. Ich finde, wir haben heute als Kollektiv funktioniert und das über 60 Minuten. Sicherlich war der Grundstein eine sehr gute Abwehrarbeit mit einem wirklich guten Torwart dahinter. Uns war es wichtig, dass wir Erlangen möglichst um die 25 Tore halten. Das ist uns geglückt, dass wir ihre wurfstarken Rückraumschützen nicht in Position kommen lassen. Das haben wir mit einer sehr aggressiven Abwehr sehr gut gelöst. Und dass wir wieder, nachdem jetzt zumindest Bastia wieder dabei war, ins Tempospiel kommen, unsere einfachen Tore machen können. Und ich glaube, das ist uns auch vorne geglückt. Es war dann natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man immer ein paar Tore zwischen sich und dem Gegner hat, wenn man das von vorne runterspielen kann, wenn man weiß, man spielt eine sichere Abwehr. Das hat uns genau die Sicherheit gegeben. Wir haben vorne wieder nur 7 technische Fehler. Das ist für uns wirklich ein sehr guter Wert jetzt nach Balingen. Da haben wir in den letzten Wochen ein Augenmerk drauf gelegt. Das hat man heute auch gesehen und haben auch unabhängig davon, welche Abwehrformation dann auch Erlangen gespielt hat, sehr, sehr gute Lösungen gefunden. Wir konnten wieder ein bisschen besser wechseln, dieses Spiel. Und das hat dann einfach den Ausschlag auch gegeben, dass wir Erlangen nicht rankommen lassen konnten, weil wir natürlich durchaus großen Respekt auch hatten, weil sie eben genau diese Wurfgewalt hatten, aber da war der Schlüssel heute drin gelegen, dass wir diese Stärke von Erlangen ihnen nicht gegeben haben und wirklich ein gutes Spiel heute gemacht haben. Danke. Ja, vielen Dank, Hartmut. Das waren die Statements der beiden Coaches, der beiden Trainer. Jetzt liegt es an Ihnen, Fragen zu stellen. Wer beginnt, das macht, glaube ich, Rainer Meier. Rama, bitte. Hartmut, jede andere Mannschaft würde, wenn sie einen Mann wie Marcel Schiller in der Mannschaft hat, das beklagen im Zweifel und sagen, unser bester Torschütze konnte nicht spielen. Schau mal, was der Kollege Herrmann macht. 8 Treffer. Tolle Vertretung, oder? 100%. Deswegen haben wir auch den Vertrag bewusst mit ihm verlängert und wollten, dass er weiter bei uns bleibt. Wenn ich vor diesem Spiel auch wieder angefangen hätte, dann hätte ich das ganze Jahr jammern müssen. Ja, weil wir reden nicht nur über Schiller, wir reden über Smarazon, wir reden über Scharaz und in den letzten Spielen war es nicht besser. Aber ich glaube, das hat die Mannschaft ausgezeichnet, dass andere in die Bresche springen. Thiel hat es wirklich sehr, sehr gut heute gemacht. Das ist aber auch das, was wir ihm zutrauen und das erwarten wir auch von ihm. Er hat Marcel heute wirklich gut ersetzt, weil du hast recht, sicherlich ist es nicht so einfach, den Nationalmannschaft links außen zu ersetzen. Und jeder hat heute seine Aufgabe erfüllt und das ist das, was wir von den Jungs auch erwarten. Weitere Fragen an die beiden Trainer? Erstmal hallo Michael. Der Kollege von Sky, ich habe neben dem Spiel mitgehört, hat gesagt, der Michael Haas schlittert in seine erste Krise. Ist das nun eine Krise nach 4 sieglosen Spielen für die HCE? Natürlich, es ist, habe ich eben schon gesagt, eine schwierige Phase, weil wir ja nicht nur
4 Spiele verloren haben, sondern es geht auch darum, was für Spiele wir verloren haben und wie wir aufgetreten sind. Das war gerade in Heimspielen nicht gut. Und ja, auch heute mit 9 Toren hier in Göppingen zu verlieren, ist einfach für uns eigentlich keine Option. So, was wir auch eigentlich für eine Qualität haben. Deswegen ist das tatsächlich gerade sehr, sehr schwierig. Und ja, wir werden uns überlegen, wie wir da rauskommen. Der sportliche Leiter Raul Alonso war auch im Gespräch bei Sky und er sprach dann, es hätte so ausgesehen, als wenn sich die Mannschaft ins Schicksal ergeben hat. Was ihm gefehlt hätte, sei nicht nur der Kampf gewesen, auch die fehlenden Lösungsmöglichkeiten. An was liegt es denn, dass keine Lösungsmöglichkeiten da sind mit diesem Kader? Er sprach auch davon, wir wissen um unsere Ansprüche. Ja, wir haben es eben schon gesagt, unsere Wurfgewalt aus dem Rückraum hat Göppingen sehr stark unterbunden und heute hatten wir wenig spielerische Möglichkeiten und auch kein Spieler auf dem Feld, der in der Lage war, einen Zweikampf wirklich zu gewinnen, so dass man, was am Ende am Handball auch entscheidend ist, dass man Zweikämpfe gewinnt, 2 Leute bindet, den Ball weiterspielt und das hat heute uns komplett gefehlt, weil einfach Göppingen das auch sehr, sehr gut verteidigt hat. Weitere Fragen? Rainer, noch was? Andere noch Fragen? Das war's dann. Dann bleibt mir noch eins zu sagen. Michael, ihr kommt da wieder raus. Wir drücken auch von hier aus die Daumen. Kommt erstmal gut nach Hause und Hartmut nochmal Glückwunsch. Und wir sehen uns in ein paar Minuten in der OSG-Lounge heute unter anderem mit Till Herrmann. Und ja, schauen wir mal, wer noch kommt. Bis dann. Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark.